Ja, hallo, willkommen zu Freitag ab 1. Es ist mal wieder soweit. Ja, ein kleiner Einblick mal wieder in meine Coaching-Praxis. Heute mal freihändig. Mein Stativ hat irgendwie den Geist aufgegeben, also heute wird es freihändig werden. Und ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut sehen. Willkommen zu Freitag ab 1. Hi, Tanja. Hi nach Berlin. Und heute geht es um Entscheidungen treffen, und zwar weise Entscheidungen treffen, die man nicht bereut. Ich gucke mal, dass ich mich hier gut ins Format setzen kann. Andrea, hallo, hi, schön, dass ihr alle da seid. Sandra, hi. Also, weise Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die man nie bereut, ne? Oder die man nicht bereut. Und ein kleiner Einblick in meine Coaching-Praxis. Sicher werden Bilder wieder eine Rolle spielen. Wie ihr seht, heute freihändig, weil mein Stativ ein Stück den Geist aufgegeben hat. Und ich möchte euch dann nachher gleich auch nochmal mitnehmen. Also, was haben wir heute vor? Wir haben heute vor, mal kurz, ganz kurz Revue passieren zu lassen, warum Entscheidungen so wichtig sind. Eigentlich wissen wir es alle, aber es ist immer schön, nochmal drüber zu reden. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, weil ich meine Hand jetzt hier unten am Handy habe. Gebt mal kurz ein Zeichen. Hi nach Rostock. Hi Steffi. Und also über Entscheidungen, warum Entscheidungen halt so wichtig sind. Eine kleine Übung möchte ich euch anbieten. Also, was heißt eine Übung oder ein kleines, sehr gut, wunderbar, klasse, ein kleines Erlebnis, dass wir es einfach mal miteinander machen, dass wir es miteinander erleben. Das möchte ich gerne mit euch machen und ich habe Bilder vorbereitet dafür, was sonst, klar. Und danach mal darauf eingehen, was wir da eigentlich erlebt haben mit den Bildern, ne? Also die drei Sachen habe ich vor und dann schauen wir einfach mal, wie es heute läuft. Erstmal nochmal willkommen, Freitag ab 1. Monika, herzlich willkommen und viele Grüße in die Schweiz. Doris, viele Grüße an die Mosel. Und wir sind schon mittendrin. Also weise Entscheidungen treffen, die man. Tienchen, hi nach Rostock. Weise Entscheidungen treffen, die man nicht bereut. Also Entscheidungen, ich hatte es ja schon so kurz angedeutet in meinen Texten. Entscheidung, unser Leben ist eben die Summe aus Entscheidungen, die wir treffen. Ne? Also wie gehe ich früh aus dem Haus, was ziehe ich an, was hole ich mir zum Mittagessen, suche ich mir einen neuen Job oder mache ich mich irgendwann selbstständig? Wenn ich mich selbstständig mache, welche Produkte biete ich an, zu welchen Preisen? Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Ne? Und am Ende ist unser Leben die Summe von diesen Entscheidungen. Und die Frage ist, wie treffen wir diese Entscheidungen? Ne? Sind wir sozusagen auf dem Holzweg oder treffen wir wirklich unsere Entscheidungen? Und man mag ja meinen, wir Menschen sind ja intelligent, ne? Wir sind ja mit Intelligenz ausgestattet. Das heißt, wir können ja grundsätzlich gute Entscheidungen treffen. Und zwei Typen von Entscheidungen. Hi nach Frankfurt, hallo, schön, dass ihr wieder alle da seid, ich freue mich sehr. Zwei typische Entscheidungen, die total menschlich sind und die so ein bisschen, sage ich mal, in die Hose gehen, auch wenn sie mal lustig sein können, ist eben die typischen guten Vorsätze. Das kennt, glaube ich, jeder, ne? Man nimmt sich wirklich, man hat ein tolles Motiv, jetzt ist endlich mal die Gesundheit dran und nimmt sich vor, zweimal die Woche Sport zu machen, joggen zu gehen und irgendwie schon Mitte Januar ist das Ganze wieder vergessen. Wie kann das sein, wo es doch so klar war, dass das gut ist? Oder das andere, das kennen, glaube ich, auch viele von uns, die schon immer mal, hi nach, ich weiß gar nicht, Dresden oder Meißen jetzt gerade, sichtbar als Fotograf. Cool, dass ihr da seid. Und na, die andere Seite ist die, das kennen wir auch, diese, ich sag mal, Übermotivation, dass wir irgendwo ein Workshop mitgemacht haben oder bei einer Convention waren und einen wunderbaren Speaker gehört haben, der mit einer bestimmten Kamera arbeitet oder mit einer bestimmten Technik, mit einem bestimmten System. Und das muss sofort gekauft werden und dann liegt es in der Ecke. Na, also wie kann das sein? Was ist da los? Und lasst uns doch gleich mal zur Tat schreiten. Ich habe mir mal überlegt, wo es zurzeit für uns alle, wundert euch bitte nicht übrigens, na, ich zeige euch das mal hier. Dieses wunderbare Teil ist kaputt gegangen, deswegen mache ich heute das Ganze aus der Hand. Aber das Licht ist ja trotzdem da. Also, deswegen wackelt es heute mal so ein bisschen.
Und ich habe überlegt, wo haben wir jetzt alle eventuell oder sehr wahrscheinlich zurzeit Entscheidungen zu treffen? Und etwas, was uns ja alle betrifft, ist einfach die Lage mit der Pandemie, mit Corona und sicherlich die Entscheidung zu treffen, wie gehe ich damit weiter, wenn ich mich für zum Beispiel bei mir für Fotografie oder Coaching entscheide. Was ist, wenn ich wieder aufmache, behalte ich die Öffnungszeiten bei oder nicht? Vielleicht mache ich was ganz anderes. Also was stärkt mich eigentlich aus dieser Lage heraus, die vielleicht doch ein bisschen stressig für den einen oder anderen war? Das ist sicherlich was, was wir gemeinsam haben. Und genau die Frage möchte ich mal in den Raum werfen und euch drei Bilder zeigen. Das hat einen Grund, warum ich euch drei Bilder zeige. Das hat was damit zu tun, wie wir weise Entscheidungen, die wir nicht bereuen, treffen. Das möchte ich euch mal zeigen. Das liegt daran, dass wir halt eben eigentlich zweifach entscheiden. Ne? Und dazu nachher später mehr. Das hat was mit den berühmten Alex und Alex zu tun. Und deswegen lasst es uns einfach erstmal machen und es erleben. Und dann hinterher mal auseinanderdröseln, was hier eigentlich passiert ist, was es mit Alex und Alex auf sich hat, weil wir, wenn wir es erlebt haben, glaube ich, auch besser auseinanderdröseln können und verstehen können, was da jetzt passiert ist. Und wie wir tatsächlich mit Alex und Alex, hi Dirk, hi, wie wir mit Alex und Alex tatsächlich bessere Entscheidungen treffen können, so nachhaltigere Entscheidungen, Entscheidungen, die wir nie bereuen. Ne? Es geht nicht darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir können alle nicht in die Zukunft schauen, aber Entscheidungen, die, egal ob sie wirklich gut laufen, und das werden sie, und wenn sie mal nicht so gut laufen, trotzdem weiß, du, das war die absolut beste Entscheidung, was Besseres konnte in dem Moment gar nicht entschieden werden. Ne? Das war wirklich ganz nah an mir dran. Und denkt mal, tunt euch mal ein in die aktuelle Zeit, wie ihr zurzeit auch die Corona-Lage, die Pandemie und erlebt und wo ihr merkt, da ist irgendwo was, das kann durchaus wieder besser flowen, es kann wieder besser sein. Ne? Da ist so ein Punkt, wo ich, wenn ich wieder einen Tag hätte zum Entscheiden, wenn ich wieder einen Moment hätte zum Entscheiden, wie es jetzt, wo es sich ja auch ein bisschen locker wieder weitergehen kann, das ist so ein Moment, in den wir uns gerne mal eintunen können jetzt gerade. Und ich zeige euch mal drei Bilder. Zeige ich euch gleich. Ich zeige euch gleich mal drei Bilder. Schaut euch mal diese drei Bilder an und lasst sie mal auf euch wirken. Und beantwortet euch mal mit den Bildern die Frage, lasst euch mal von den Bildern anspringen sozusagen, welches dieser Bilder illustriert eine gute Idee? Welches dieser folgenden drei Bilder illustriert für euch am meisten, am stärksten eine gute Idee für wie ihr jetzt gestärkt aus der Situation herausgeht? Welches dieser drei Bilder illustriert eine gute Idee, wie ihr gestärkt aus der Situation herausgeht? Und wir können dann auch mal reflektieren, wie illustriert das Bild? So, und jetzt der Trick dabei, bevor ich euch die Fotos zeige, der Trick. Und zwar, schaut euch die Bilder an, aber schaltet bitte den Verstand aus, schickt ihn in den Urlaub, der kommt nachher dran. Und schaut euch die Bilder einfach mal so an, dass ihr ins Gefühl reinhört. Dass ihr mal schaut, welches Bild fühlt sich davon irgendwie, warum auch immer, am besten an. Und das merkt ihr innerhalb von unter einer Sekunde. Wissenschaftlich gesehen 0,3 Sekunden. Ihr merkt es einfach. Das Bild, was sich einfach cool anfühlt in dem Zusammenhang, wo ihr merkt, oh, das zieht mich hin, da möchte ich hin, da habe ich keine Ablehnung, da habe ich auch kein neutrales Verhalten, da merke ich richtig, es zieht mich hin. Und wer mit dem Wort Gefühl jetzt gerade nicht so viel anfangen kann in dem Zusammenhang, hört wirklich auf euren Körper. Es geht um diese sogenannten somatischen Marker. Das heißt, Gefühl äußert sich somatisch, über somatische Marker, über unseren Körper, bei jedem anders. Aber ein gutes Gefühl, ein bestärkendes Gefühl können wir auseinanderhalten. Das wissen wir. Bei dem einen ist es, dass der Kopf so schön nach oben aufgeht. Bei jemand anderen wird der Atem weit. Oder es gibt dieses berühmte Bauchkribbeln. Oder das Herz schlägt so ein Stückchen höher. Oder man hat plötzlich so eine Ideenwelt vor sich. Oder so einen Impuls, Mensch, jetzt möchte ich am liebsten aufstehen. Also eine gute körperliche Reaktion. So, und ich stelle euch mal diese drei Fotos vor. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache hier mit meinen Händen. Alles gleichzeitig. So, ich stelle euch mal diese drei Fotos vor und
Schaut mal, welches von den drei Fotos euch in diesem Sinne, mit diesem guten Gefühl, mit so einer tollen Körperreaktion am meisten anspringt. Und ja, der Verstand wird kommen, der wird sagen, Mensch, was soll denn da, was weiß ich, was soll da ein Pferd mir bei Corona helfen? Schickt ihn noch mal in Urlaub. Es geht in keinster Weise darum, irgendwie was zu interpretieren oder zu verstehen, warum das auf dem Bild drauf ist. Das ist viel feingliedriger, als im ersten Moment man erstmal verstehen kann. Deswegen schaut mal, was die Bilder mit euch machen. So, und haut dann mal gerne hier rein, welche Bilder euch persönlich am meisten anspringen. So, Bild 1. Die Treppe. Bild 2. Die Pferde. Und Bild 3. Ich sag mal Camping oder was auch immer ihr hier seht. Ich gehe nochmal durch. Die Treppe. Die Pferde. Oder das Camping. Outdoor. Welches von den drei Bildern fühlt sich einfach als, Mensch, das gibt mir Energie, das gibt mir Kraft, jetzt loszulegen in dieser Situation, irgendwie wieder ne, los. Welches hat sich direkt gleich richtig, richtig cool angefühlt, welches Bild? Haut mal hier rein. Treppe, Sandra. Ich wiederhole es immer mal, ne, weil man es ja dann später nachher nicht mehr sehen kann. Die bunten Regenschirme, also auch die Treppe, ne? Ja, Michael sagt die Pferde. Tanja sagt das dritte Bild mit dem Wasser und der Dose. Ist wie eine Pause. Treppe, sagt Doris. Tintchen sagt Pferde. Monika sagt auch Pferde. Und interessant, ne, dass es eben für jeden von uns ein anderes Bild ist. Ne, dass für jeden von uns ein anderes Bild uns gleich im ersten Moment erstmal so was Gutes gibt, so was Ruhiges oder was Bestärkendes oder was auch immer gibt. Monika, darf ich dich gleich mal ansprechen? Wir waren ja jetzt kürzlich eh im Kontakt. Gib mal doch ein, zwei Stichworte, wie illustriert dieses Bild? Warte, jetzt muss ich mal gucken, welches du hattest. Monika, genau, die Pferde. Wie illustriert das Bild, was dir gut tut? Hau vielleicht mal so ein, zwei Stichworte rein. Die Schuhe, ja. Ja. Die Pferde waren sich zugewandt. Warte, ich mach mal die Pferde. Jawohl, die Pferde sind sich zugewandt. Das heißt also sowas wie in der Zeit sich einander zuwenden und sich zum Beispiel gegenseitig verstehen und helfen oder sowas in der Art. Ist das richtig? So ungefähr? Harmonie? Ihr merkt, wir machen wirklich tatsächlich mal so was Kleines aus dem Coaching, gerade so eine kleine Übung. Ich muss mal immer ein bisschen anders halten hier, sonst stirbt mir mein Arm ab. So. Kerstin, hallo, willkommen. Ja, ne? Also, gemeinsam kam er mir bei den Pferden an. Sich wieder näher kommen dürfen, im Dialog sein, Monika. Ich danke dir sehr. Das ist schon genau in, ne? Weil das würde man ja ausbauen können und nochmal sich reinfragen können, aber genau sowas in der Art, ne? Dann hinterher auch zu verstehen, Kirsten, hallo, hallo überhaupt an alle, die da sind, Freitag ab 1, schön, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt, wir sind gerade mitten in einem kleinen Coaching-Übung, einem kleinen Auszug, wie wir, ja, starke, weise Entscheidungen treffen können, die wir nicht bereuen und was das mit Alex und Alex zu tun hat. Ne? Und ja, ich mache mal das, oder ich kann ja auch das Bild mal noch ein bisschen anlassen. Und zwar, womit wir es hier natürlich zu tun hatten, das haben wir jetzt gerade gemerkt,
Ich habe Alex und Alex genommen, weil das eben ein Name ist, der weder Mann noch Frau festlegt, weder jung noch alt festlegt. Also einfach ein Mensch. Ne? Und wenn wir Entscheidungen treffen, sind wir eigentlich zwei Menschen sozusagen. Ne? Alex wird dann Alex und Alex, weil tatsächlich Alex zwei und wir alle zwei Entscheidungssysteme haben, wie wir es gerade gemerkt haben. Ne? Wir haben unsere Emotionen und wir haben unseren Verstand. Und die Emotion wird im Coaching direkt genannt, das emotionale Erfahrungsgedächtnis. Das ist ein Begriff, den ein Herr Roth geprägt hat, ein Psychologe. Der hat den Begriff geprägt. Ich persönlich mag es auch gern, zu diesem emotionalen Erfahrungsgedächtnis durchaus auch zu sagen, ich habe hier auf der Erde was vor, also so ein durchaus auch sowas wie Seelenweg. Warum bin ich hier? Also Dinge, die einfach auch festgelegt sind, dass ich Mann bin, dass ich zu dieser Zeit geboren bin. Dinge, die eben mich vom ersten Moment an umtreiben. So, und eben auch emotionales Erfahrungsgedächtnis. Das heißt, alles, was wir je erfahren haben und gespeichert haben und unser System durchaus weiß, war gut, wieder machen oder war nicht so gut, nicht wieder machen. Aber weil es so viel war, kann das natürlich nicht alles durch den Verstand, durch alle Millionen von Erlebnissen, die wir je hatten, sondern es äußert sich alles über ein Gefühl. Also Dinge, die uns lange, lange nicht mehr bewusst sind, die also nicht mehr im Verstand sind, sind so klug, trotzdem da zu sein und sich einfach über ein Gefühl zu äußern. Und weil das vom Prinzip unser ganzes Leben drin gespeichert ist, ist das natürlich sehr, sehr weise. Unser Gefühl äußert etwas, was sehr weise ist, weil es eine Summe von quasi all unseren Lebenserfahrungen ist und noch mehr. Ne? Also ich würde sagen, auch von unserem Seelenweg. Wo gehören wir wirklich hin? Was haben wir zu tun? Unser Calling sozusagen. Unser Purpose, wie man es auch nennen möchte. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir ja wunderbarerweise unseren Verstand, der eben die Sachen auf die Bühne holt, beleuchtet und durchdenken kann. So, und ihr merkt es, wann wird eine Entscheidung weise, wann wird sie stark, wann unterstützen wir uns selbst? Ihr könnt es ja mal kurz reinhauen. Es ist eigentlich offensichtlich, wie wir es jetzt gerade erlebt haben. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Wir haben jetzt gerade mit dem Bild über das Gefühl erstmal unser emotionales Erfahrungsgedächtnis gefragt und dann den Verstand dazu geholt und gesagt, ja, und was sagt mir das jetzt? Was wird mir jetzt gerade bewusst? Sich im Dialog näher kommen dürfen wieder gemeinsam zusammenarbeiten. Na, also Wissen, das stärkt mich jetzt in dieser Situation wieder sehr. Dieses wieder Wissen. Na, also wir haben jetzt tatsächlich beide Alexe miteinander synchronisiert. Und das geht eben mit Bildern einfach ganz wunderbar. Ne? Die Bilder sind ein Mittel, wo sich unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, unser Unbewusstes, was sich ja sonst nicht äußert, eben nur über ein Gefühl und unser Verstand übergeht ja Gefühle gerne mal. Und über Bilder äußert es sich sehr, sehr detailliert. Also wenn wir jetzt hier weiterfragen würden, würden wir auch noch sehen, guck mal, es ist ein schwarzes und ein weißes Pferd. Vielleicht sogar auch ganz verschiedene Arten, also Kontraste überbrücken. Auch wenn ich eine schwarze und eine weiße Meinung habe, miteinander zusammenzuarbeiten. Wir stehen ja auf gleichem Grund und Boden. Ne? Und da würde man so viel noch sehen, wenn man mal schaut, was ist das für eine Umgebung, die uns hier auf dem Bild gut tut? Was ist es für ein Verhalten, was uns hier auf dem Bild gut tut? Welche Haltung haben sozusagen die Pferde hier miteinander? Ne? Also man würde dort so viel entdecken und sich mit dem Verstand wirklich wissen und bewusst machen, was mir hier in dieser Situation alles gut tut, was mir gerade mein emotionales Erfahrungsgedächtnis gesagt hat über dieses Bild. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und das ist es auch schon. Das wollte ich euch mitgeben, diese Erfahrung, wie wir das machen, wie wir weise, nachhaltige Entscheidungen treffen können, die wir nicht bereuen. Wie gesagt, wir können nicht in die Zukunft schauen. Es kann auch sein, dass wenn ich mich jetzt nach der Pandemie mit jemandem zusammentue, wieder zusammenarbeite, dass das jemand ist, der mir doch nicht so liegt. Aber ich weiß, das ist genau der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und vielleicht eine nicht ganz so gute Zusammenarbeit, wird mich aber klarer in Kenntnis setzen, mit wem ich gern zusammenarbeiten möchte. Und bei der nächsten Zusammenarbeit klappt es besser. Ich gehe also direkt in meine Richtung, nehme sozusagen meine eigene Abkürzung. Ja, das heißt, so treffen wir qualifizierte Entscheidungen.
wenn wir Alex und Alex miteinander synchronisieren, wenn wir die beiden ins Boot holen, wenn wir also nicht eine reine Verstandsentscheidung treffen, wenn wir auch nicht rein aus dem Bauch entscheiden, wie man ja jetzt zur Zeit auch gern sagt, ich gehe immer dem Herzen nach. Ja, das ist natürlich, ne? Das Herz, das Bauchgefühl, das Unbewusste ist viel, 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 viel klüger, weil alles dort gespeichert ist. Aber dafür ist der Verstand da, ist auch nochmal abzuchecken, ob es eine Realität und wie es in der Realität umsetzbar ist. Was mir dabei genau hilft. Dafür haben wir ja diese beiden Systeme, ne? Dafür sind sie da, dass wir sie miteinander benutzen. Ja, und im Coaching ist es zum Beispiel dann so, dass man im Coaching macht man ja am Ende, nachdem man nachdem man das Problem mal besprochen hat, Wünsche besprochen hat, Ressourcen entdeckt hat, dass man auch wie eine Art Strategie dann formt. Was mache ich denn jetzt aus der jetzigen Lage? Und eine klassische Strategie ist oft durchaus eine Art von Programmierung. Da sind einfach schon vorgegebene Entscheidungen programmiert. Aber was ist denn eben, wenn sich die Lage ändert? So wie jetzt, ne? Wer ahnt das voraus, dass wir auf einmal ein Jahr nicht live arbeiten können zum Beispiel? Und dort kann man halt eben tatsächlich besser, meiner Meinung nach besser, ein Werte-Framework entwickeln. Tatsächlich schauen, statt eine feste Strategie zu erarbeiten, zu schauen, in Bildern abzulesen, welche Werte liegen hier in der Firma, welche Werte sind uns wichtig, welche Werte sind mir als Inhaber wichtig und dort ein Framework meiner Werte zu entwickeln und dann kann kommen, was will. Na, dann kann ich aber immer sehen, was liegt dem zugrunde, was ist mir eigentlich wichtig und wenn ich merke, grundsätzlich ist mir eben Gemeinsamkeit wichtig, Zusammenarbeit wichtig, Kontraste auch überbrücken, miteinander reden, sich wieder auf gemeinsamen Grund begeben, all das ist mir wichtig, dann kann auch mal eine stressige Situation kommen und ich weiß in dem Moment trotzdem, was zu tun ist. Im Gegensatz zu einer klassischen Strategie, wo eigentlich drin stand, ich wachse jedes Jahr 10%, indem ich 10% mehr Personal einstelle und 10% mehr Umsatz mache. Na, wie soll das dann jetzt erstmal gehen, ne? Aber wenn ich ein Werte-Framework habe, stehe ich auf festem Boden und kann mich immer, je nachdem, die Welt verändert sich jeden Tag, neu entscheiden, bin immer stark. Na, und das ist einfach, es ist auch sehr schön, weil man sich selbst dabei auch nochmal gut kennenlernt. Stichwort Selbstbewusstsein. Na? Ja, ich blende das mal wieder aus, das Bild. Bin dann wieder etwas größer zu sehen. Das war es eigentlich auch für heute schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses Thema. Ich bleibe mal wieder noch ein kleines bisschen dran, wenn ihr noch Fragen habt dazu. Kurz und knackig heute, ne? 23 Minuten, habe ich noch nie geschafft. Wünsche euch ein schönes Wochenende und habe noch eine Sache, die ich euch gerne mitgeben möchte. Monika kennt es wahrscheinlich schon. Und zwar hatten wir, oder das ist eine Serie, die ich weiter fortsetzen werde, die Mini Academy Value Photography. Da geht es eben tatsächlich auch darum, wie wir aktiv in der Fotografie mit Fotos, wenn wir auch Fotos fotografieren, wie wir dort mit Werten arbeiten können, wie wir eben auch dort richtige Fotos machen, die aber eben voller Wert sind, die total, die den Kunden unterstützen, die voll vom Kunden sind sozusagen. Und da gibt es jetzt bei YouTube, bei meinem YouTube-Kanal schon ein Video. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ich habe noch keinen Link, hier kann man ja keinen richtig reinstellen, dann sucht gerne mal bei YouTube händisch, würde mich sehr happy machen, sucht dort mal händisch nach Lars Neumann und dort Mini Academy Value Photography. Mini Academy Value Photography. Schaut euch das mal an. Ich glaube, da springen so einige Funken rüber, was das auch wirklich für uns alle bedeutet, so zu arbeiten. Danke für eure Herzchen. Und hinterlasst bei YouTube gerne auch einen Kommentar. Das hilft natürlich immer, ne? Wirtschaften. Und abonniert gerne den Kanal. Das kennt ihr alles. Sagt mir, wie ich euch weiterhelfen kann. Und gebt auch Fragen hier rein. Und ansonsten überfordere ich, aber befrachte ich euch jetzt nicht weiter. Ich habe immer so viele Ideen gleichzeitig. Doris schickt schon einen Blitz, ne? Da schlägt es ein. Ich danke euch herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich sehr über die treue Community und macht's gut, schönes Wochenende und schickt auch Themen und Fragen und so weiter, was euch bewegt.
Ansonsten macht's gut. Tschüssi. Wie gesagt, ein, zwei Minuten bin ich noch hier, falls es noch eine Frage oder was gibt. Dann mache ich aus. Ciao nach Berlin. Schönes Wochenende. Ja. Monika, tschüss. War schön, dass du da warst. Toll, dass es geklappt hat. Kirsten, die Sonne. Ja, ich hoffe, sie kommt noch raus. Treppenbeleuchtung. Kannst du mir das Treppenbeleuchtung? Treppenbild. Ach so. Moment. Übrigens. Das ist hier von Dorotas Deck. Muss ich nochmal reinzeigen. Das ist von Dorotas Deck. Kann ich nur empfehlen. Jeden, der ein bisschen coachingmäßig arbeitet. Von Dorota Raniszewska gibt es dieses Kartendeck. Aha. Von Aha Moment. Kann ich nur jeden empfehlen, der in diese Richtung arbeitet. Und ja, mache ich. Das gibt's eventuell schon. Also Dorota ist bei Amazon aktiv, das kann sogar sein. Ansonsten kannst du direkt auch, also sie ist auch im Internet, Dorota Raniszewska. Und dieses Rani, dieses Sch in der Mitte wird S und Z geschrieben. Raniszewska. Dorota Raniszewska. Sie hat auch eine eigene Seite, da kann man es auch direkt über sie bestellen. Aber es kann sogar inzwischen auch bei Amazon sein. Ja. Ja. Also, dann macht's gut, alle Mann, die noch da sind. Tschüss.